Ich wollte dann einfach nochmal spontan die Entscheidung loswerden. Ich will das Elixier haben. Tja, hey, ich habe meiner Boogie Queen kurz zugeflüstert. Ey, du, mach mal kurz das dunkle Elixier klar. Die sagt, ja, klar, kriegen wir hin. Und da ist sie. Bäm, Junge. Dann geht's halt eben mal aufs Dunkle los. Ist ja kein Thema, Mann. Einfach kein Thema. Muss mich nur anrufen. Dann geht er mit dem Dunklen klar. Dann sag ich, gut, okay. Danach kannst du dich wieder hinlegen. Okay, zack, bäm, Junge. Passt. Hallo Leute, da ist der Gusua wieder. Ja, ich bringe noch mal eine kurze Zwischenfolge, weil es echt mega geht hier. Ich gucke mir das immer schön selber an. Also es ist hier keiner CE oder eben STV oder sowas. Und deswegen gucke ich mir die Anfragen alle selber an. Das heißt, also es kann durchaus gut und gerne mal 2, 3 Stunden dauern oder eben 5, 6, vollkommen Banane, bis ihr angenommen oder eben abgelehnt werdet. Das bitte ich zu entschuldigen, geht nun mal nicht anders. So ist das leider. So, hier haben wir noch was gespendet. Oh, ich glaube, Nico, da brauche ich gar nicht weiter gucken. Ich glaube, Nico, wenn ich nicht irre, kenne ich den sonst von woanders schon mal genau und das geht richtig ins Gesicht. Das war mir nämlich noch im Begriff, aber ich denke mal, Nico wird nochmal kommen. Das sollte jetzt nicht das Thema sein. Nico, du darfst auf jeden Fall kommen. Klar. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Also, Aufbau natürlich cool. Da hatten wir ja schon mal gesehen, dass das wirklich gar nicht so fail ist, wie man es vielleicht eventuell denken würde. Aber wäre natürlich richtig geil. Ich hätte natürlich jetzt die passende Armee dafür. Ich hätte dafür jetzt einfach mal die passende Armee. Und zwar habe ich ja die Mauerbrecher gerade am Start hier, irgendwie über 80 Stück. Die würden natürlich hier direkt reinpassen. Das wäre eine richtig fette Base dafür. So, jetzt gucken wir mal. Ah, nee, ich habe. Stimmt, Leute, sorry, sorry, sorry. Ich habe das jetzt gerade nochmal in der Folge vom Fred nochmal gesehen. Hallo, hier bin ich nochmal, Fred. Also, es ist wohl doch so, dass ich die nicht einsammeln darf, dann lasse ich das natürlich. Das war, weil wie gesagt, ich weiß sogar noch, wer es gesagt hat. Stefan sagte es mir. aber das wird nicht aus Absicht gewesen sein, sondern der sagte eben, ja, hier, wir dürfen das noch machen. Und dann dachte ich mir, gut, okay, ja, dann ist ja alles cool. Dann passt das ja. Und deswegen ist das gewesen. So, aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt hier nochmal kurz nach oben. Sonst keine Anfragen mehr. Hält sich ja im Rahmen. Hier, dann gucken wir hier nochmal kurz vom Skyskater uns nochmal kurz einen Angriff an. Ja, cool. Vom Raid her passt das. Da muss man halt aufpassen mit dem Minenwerfer, ganz genau, dass der nicht zu sehr aufs Gesicht gibt. Aber Barbaren vorgeschickt und dann haben die Bogies den Rest gemacht. Oh ja, also Gold ist schon mal so gut wie weg. Ja, geil. Das ist natürlich mega geil. Und jetzt wird sich hier auch ums Elixier nochmal gekümmert ein bisschen. Da auch natürlich. Hier haben wir auch noch ein bisschen was oben. Gucken wir mal, ob. Ah, das sieht schon nach einer Endsache aus hier. Aber dann warst du halt nicht so scharf aufs Elixier, da warst du mehr scharf aufs Gold. Also, das ist dir zu verzeihen, das passt. Sogar noch die 50% gerockt. Also, was will man mehr? Passt, läuft bei dir. Und ich setze da jetzt nochmal kurz einen oben drauf. Der Ming hat noch was geschickt. Und zwar ein Ballonangriff. Vorsichtig erstmal geguckt. Ja, hier, ihr seht's. Ihr seht's einfach mal. Vorsichtig. Vorsichtig. Zack, geguckt, was geht. Habe ich schon mal zwei Fallen auf einmal weggeballert. Das ist natürlich genial. So. Krass, komplett ohne Zauber? Was sagt man dazu? Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand, bis die Schraube kam und ihm die Unschuld nahm. Ja. So sieht das aus. Ah, da kommt er ja genau.
Ich meine, das wäre ja jetzt mal eine Mega-Aktion gewesen, die Ballons zu zünden, ohne irgendein Zaubersprüchlein-Spell-Drop-Ding und wie auch immer. All geht schön einmal durch. Da kommt, ah ja, das geht natürlich dann gut ins Gesicht nochmal, aber läuft. Da brauchst du die Boogies nicht mal mehr, ne? Geile Sachen, naja, die Lakaien, die rocken dann halt eben auch noch ordentlich was weg. Das passt ganz gut. Zu dem Loot. Und dann ist das eine coole Geschichte hier. Und dann haben wir da die 100%. Richtig fett. Ich will meinen Mauerbrecherangriff eigentlich gar nicht posten. Die nächste Sache ist die. Hier jetzt wieder alles leer. guck mal hier rein. Da. 91. Und ich habe nur 16% gemacht. Also die hat es da vorher irgendwie dahin gerafft. Ich habe mit meinem iPad gemacht, dass ich Multidrop machen konnte. Ah ja, okay, hier seht ihr selber. Ja, okay. Ich habe es noch gar nicht vorher gesehen jetzt. Da bin ich in seine gesamten Bomben reingerannt. Also guck mal hier, da denkt man, man hat vielleicht mal 6 oder 7 gute Mauerbrecher gehabt oder sowas. Ja, okay, war halt leicht fail. Ich wollte dann einfach nochmal spontan die Entscheidung loswerden. Ich will das Elixier haben. Tja, hey, ich habe meiner Boogie Queen kurz zugeflüstert. Ey, du, mach mal kurz das dunkle Elixier, klar? Die sagt, yeah, klar, kriegen wir hin. Und da ist sie. Bäm, Junge. Dann geht sie halt eben mal aufs Dunkle los. Das ist ja kein Thema, Mann. Einfach kein Thema. Muss mich nur anrufen. Dann geht er mit dem Dunklen klar. Dann sage ich, okay. Danach kannst du dich wieder hinlegen. Okay, zack, bäm, Junge. Passt. Einfach. Ja, man muss halt nur sagen, was man will, oder? Das seht ihr doch bestimmt genauso. Nee, ansonsten läuft's mega gut. Also bin ich echt positivst überrascht. Lol, ja komm, hauen wir mal eine Verteidigung rein. Es regnet bei mir. Unschön. So, und da kommt meine Tochter an. Im Hintergrund. Die guckt wieder zu. Oder nicht? Achso, doch. Bestimmt. So, hier wurde verteidigt von Pianx. Die packen wir runter, bitte. Und obwohl die Riesen, also die waren ja schon richtig schön gemaxt. Da, obwohl er die gesetzt hatte, ist der hier echt wirklich nicht dichter rangekommen. Jetzt bin ich mal interessiert. Immerhin 16 Riesen und 99 Boogies. Wo hat der denn die Boogies verblasen? Ich meine, 100 Boogies, die fallen ihm ja normalerweise auf. Also zuerst hier die, genau, die Riesen erstmal rein. So, ah, okay, ja, hier ein paar, das sind Zähne. So. Ist aber auch ein kleiner Held, oder? Ich meine, er weiß, dass es eine symmetrische Base ist. Rennt einmal hier rein, sieht, oh, da sind Fallen und rennt dann nochmal da rein. Ich meine, dazu gehört aber auch ein bisschen was, oder? So, hier kann er, hätte er jetzt klauen können. Aber jetzt kommt der Minenwerfer, genau. So. Na okay, da hat er hier doch schon ganz schön was. Ja, und dann eine Riesenbombe, klar, logisch. Die Riesenbombe macht halt eben nochmal Riesenbumm, ganz klar. Und die macht auch bei den Riesenbumm. So ist das nicht. Da kennt die halt nix. So, gucken wir mal. Das war's dann erstmal. Okay, Ming Video ist im Kasten und Pians auch. So. Zack, dann soll es das wieder gewesen sein. Macht's gut, ich wünsche euch was. Und dann werde ich natürlich jetzt Minensammler nichts machen. Bloß da muss ich mir jetzt eine richtig fette Strategie ausdenken, weil, guck mal, ich habe 7 Bogies. Ich kann nur meine Clan-Truppen noch droppen und habe 7 Bogies. Oh, das ist. Oh, mir fällt gerade so eine fette Challenge ein. Aber dazu später. Dazu einfach nur später. Oh, das ist so der Mega-Gedanke. Oh, richtig fett. Aber dazu später, wie gesagt, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Habe ich schon gesagt, dass ich dazu später noch mal was sage? Also, ich wünsche euch was. Macht's gut.